Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Ja, heute an Halloween mache ich ein ganz passendes Video, das überhaupt nichts mit Horror zu tun hat. Ja, ich habe halt mit diesem Halloween-Hype nicht viel am Hut. Ne? Ich gucke Horrorfilme das ganze Jahr. So, aber gut. Heute geht es um eine Heavy-Metal-Band, traditionelle Ausrichtung, also genau das, was ich wirklich mag, namens Frenzy mit dem Album Of Hoods and Masks. Darüber werde ich euch heute einiges erzählen, ja. Und heute mache ich mal ein kleines Experiment nebenbei. Ich habe nämlich, also ich erzähle euch jetzt erstmal, wie ich auf diese Band überhaupt kam. Naja, ihr wisst ja, ich bin Heavy-Metal-Fan schon seit meiner Kindheit. Ich glaube, also meine jüngste Erinnerung ist, dass ich 8 war, als ich die ersten Rock- und Metal-Geschichten zu hören bekam und meine Begeisterung dafür mich packte sofort. Schuld waren im Rock-Bereich Europe und im Metal-Bereich waren es tatsächlich Manowar mit dem Song Fighting the World. Und seitdem ist das auch unangefochten meine Lieblingsband immer noch. Manowar dürfen alles für mich. Okay? So. Weil ich in der Lage bin, diese Band auch nicht zu ernst zu nehmen. Und das tun sie eigentlich auch selbst nicht. Aber das verstehen die meisten leider nicht. Ja? Vor allem die, die Manowar immer dissen, die verstehen es erst recht nicht. Ne? Das ist ja im Grunde genau das Ziel. Aber gut. Frenzy sind mir über den Weg gelaufen bei meiner Recherche allgemein. Ich recherchiere relativ, ja, oft. Nicht sehr tief, aber oft. Ja. Was es da so gibt, es gibt da die verschiedenen Quellen, die, glaube ich, auch so ziemlich jeder kennen sollte und die verschiedensten Möglichkeiten. Und schon ihr erstes Album ist mir damals ins Auge gefallen, gab es aber irgendwie damals nirgends zu bestellen. Das weiß ich noch, sonst hätte ich mir die nämlich, das war, also das erste, also die kommen aus Spanien, aus Madrid und sind aktiv seit 2014. Das erste Album, nach einer EP von 2016 kam das erste Studioalbum 2019, das heißt Blind Justice. Und ich hab's nirgendwo stehen sehen, sowieso nicht, aber ja, irgendwie, ne? Erst im Nachhinein, ich glaube erst 2020 ist es mir dann auch in den einschlägigen Online-Bestellshops und so begegnet, oder ja, keine Ahnung, aber gut. Egal, ne? Muss ich irgendwann bei Zeiten mal nachrüsten. Auf jeden Fall vergingen jetzt 4 Jahre bis zum neuen Album. Die Band setzt sich aus folgenden Members zusammen, und zwar haben wir da an den Lead Vocals Anthony Stephen von der ehemaligen Band Steel Horse, die mir ebenfalls bekannt ist. Ja, ist auch so eine True Heavy Metal Band. Ne? An der Gitarre oder an den Gitarren sind 2. Einmal an der einen Luis Pinedo und an der anderen seit 2022 auch erst Billy Banzai. Ja, am Bass haben wir, nennt sich einfach Choco, ja, mit CH, Choco. Der war bei, oder ist aktiv derzeit bei einer Band namens Nigromante, die ich überhaupt nicht kenne. War aber auch bei Steel Horse. Live war er bei Wild, ist auch so eine Heavy-Metal-Geschichte, und der mir noch unbekannten Band Omission. So, und dann haben wir noch am Schlagzeug Pablo Bazan von Adamantia, das ist so eine Power-Metal-Geschichte. Und er war bei Crownless und Horabruja. Crownless sagt mir was, ich weiß nicht, ob ich da mal reingehört habe, aber Horabruja sagt mir überhaupt nichts. Aber ja, und der ist auch, der Schlagzeuger ist auch erst seit 2019 ja, mit dabei, seit dem Debüt-Studio-Album, kann man also sagen, ja. Aber gut, das so ein bisschen zum Hintergrund selbst. Wie kam ich jetzt auf das neue Album? Ihr wisst, ich mache Radio und da arbeite ich. Da schreibe ich auch Rezensionen als Redakteur. Und da wird uns dann ja immer ein Roaster angeboten an Auswahl. Und da kannst du dich halt eintragen. Und dann sage ich, oh, Heavy Metal, oh, Frenzy, da hast du ja das erste Album verpasst. Ne? Dann schreib dich jetzt mal für die neue ein. Vielleicht, dann kannst du auch gleich ja mal hören, ob es sich überhaupt lohnt. Und Junge, ja, also das ist on point die Art Heavy Metal, die ich mag, ja. Ich hatte ja jüngst vor einigen Tagen auf meinem Kanal Amplifier reviewed. Wenn ihr die Musik von Amplifier mochtet, dann ist das hier auf jeden Fall auch was für euch. Ganz, 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 ganz klar. Weil es ist genau die gleiche Kante, es ist genau die gleiche Eingängigkeit, der traditionelle, klassische Heavy Metal, eingängig gesungen, eingängige, mehrstimmige Refrains, alles dabei. Und hier kommt noch was dazu. Denn ein Konzept, das ich so im Metal-Bereich in dieser Form noch nicht gesehen habe, denn Frenzy ist halt eine extrem nerdige Band. Ja? So, und das Experiment, das ich eingangs erwähnte, und das wollte ich, habe ich ganz vergessen weiter zu erzählen, ich werde im Anschluss an meine Meinung zu diesem Album
meine schriftliche Review nochmal lesen, ob sich das jetzt damit deckt. Es ist nämlich genau das gleiche gewesen mit dem ersten wie mit dem ersten Album. Ich habe lange gewartet, bis man die dann auch mal kaufen konnte hier. Offiziell, ja. Okay? Ich konnte die nicht sofort bestellen, als ich die Rezension geschrieben habe. Das ist Monate her. Okay? So. Jetzt ist sie hier. Jetzt habe ich sie. So, also. Also beim letzten Mal, als ich einige Alben bestellt habe, habe ich geschaut, na, kriegt man die inzwischen? Und ja, ja. Ich weiß nicht, wie lange sie man da schon bekam. Das weiß ich nicht, weil ich nicht jeden Tag gucke, weil ich mir nicht jeden Tag CDs kaufen kann, weil ich halt kaum Kohle habe. Ne? Aber wenn ich dann mal so ein paar CDs bestelle auf einmal, wenn genug Geld zusammen ist, ne, dann bestelle ich mir gleich mehrere. Dann ja, schaue ich halt und bin dann immer, nicht immer, aber immer öfter positiv überrascht. So, aber darum geht's jetzt nicht. Francie machen halt vom Konzept her, ja, also es wirkt wirklich so, als hätte man es hier mit wirklichen Comic-Nerds zu tun, ja. Warum? Da komme ich dann jetzt gleich zu, denn wir sprechen jetzt mal ein bisschen über die Optik des Ganzen. Auf dem Cover haben wir ein Motiv, das mich persönlich spontan entweder an Watchmen oder an, ja, so Batman-Comics, die so ein bisschen düsterer und im Noir-Stil gehalten waren, gab es ja einige. So daran erinnert mich das optisch. Ja, es ist halt auch ein comichaft gezeichnetes Bild einer düsteren Straße unter dem Vollmond. Ne? Und hier zwei Detektive, oder was ist das hier? Oder sind das zwei Helden in Zivil? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das hier jetzt aus einem Comic entliehen ist. Das könnte ich mir aber nicht vorstellen, weil Rechte und so. Ne? Ich denke mal, es ist schon extra von einem Zeichner, von einem Künstler für dieses Cover hier gemalt. Ne? Oben der Schriftzug gefällt mir sehr gut. Relativ einfach, aber hier mit diesen Blitzen und so, das macht was her. Man kann es trotzdem gut lesen. Ist ein geiler Schriftzug. Auch ein relativ memorables Logo, würde ich sagen. Ich hoffe, sie behalten das beides. Gefällt mir tatsächlich gut, das Logo. Ja? Und dann halt unten der Titel Of Hoods and Masks. Hinten drauf haben wir gut lesbar, hier haben wir wieder Motiv so ein bisschen, und dann haben wir gut lesbar hier die Auflistung der einzelnen Songtitel. Alles gut gemacht, alles in Ordnung. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Das Ganze kommt von dem noch etwas kleineren Label Fighter Records. So, und jetzt kommt's, Leute. Also erstmal kurz noch hier, wenn man das aufmacht, dann sieht man hier halt, ne, diese Kulisse nochmal genauer. Und erst hier fällt einem auf, dass wir es hier, wenn man genau hinsieht, ja, mit zwei Augen und einem Grinsen und einer Nase zu tun hat. Das finde ich ziemlich geil gelöst. Das fällt dir halt auch erst beim zweiten Mal hingucken auf, ne? Das finde ich schon ziemlich geil. Diese Wolken, die hier so ein Grinsen bilden und die Nase, die dann hier im Grunde der Turm ist, ne? Und die beiden Augen, wo du erst auf den ersten Blick nur den Mond siehst, wenn man so will, ne? Und dann ist das andere, was ist das? Ein Zeppelin, glaube ich, soll das andere sein oder so, ja? Das ist schon ziemlich geil. Und das fiel mir erst auf, als ich dann das Labelprint hier sah, auf dem leider allerdings kein Bandlogo enthalten ist. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es gibt nur eben Dullis da draußen, die ihre CD dann so irgendwo liegen lassen, ne, oder die CD im Player tun, dreimal durchhören, die Hülle wieder ins Regal stellen. Welche CD war denn das jetzt nochmal? Ja, dann zwei Wochen später, wenn sie mal wieder eine andere CD hören. Es gibt so Leute leider. Ne? Aber ja, ist dann denen eine eigene Schuld. Von daher. Da unten haben wir nochmal das Covermotiv, komplett ohne Schrift. So. Und jetzt kommt das Booklet. Wir hatten ja auf meinem Kanal dieses Jahr so einige, ja, ich sag mal ganz stumpf, Major Bands, ne? Große Bands. Wir hatten auch Comeback-Alben, zum Beispiel Extreme oder so, ja. Und da hatten wir uns ja immer die Booklets auch angeguckt, ne? Gut, wir hatten auch Raven, das ist auch eine Major Band, das ist sogar eine Legende für mich persönlich. Und die hatten definitiv dieses Jahr das Booklet und Covermotiv des Jahres, ja. Hier haben wir jetzt trotz Raven oder wegen Raven, Platz 2. Hey, gäbe es Raven dieses Jahr nicht, wäre das hier das Booklet Platz 1. Ja, denn, ja, es ist halt richtig Arbeit drin. Jede Seite ist anders, jede Seite ist ein richtig gezeichnetes Bild in diesem geilen Comic-Look. Richtig geil gemacht, also wirklich richtig geil. Die Lyrics befinden sich in so Comic-Text-Boxen, seht ihr das? Wie kreativ ist das denn gelöst? Also das ist hier in den gelben Boxen, in diesen orange-gelben Boxen, ist der Text des Songs. Okay? Wie geil ist dann die Idee? Ich finde es einfach großartig. Also es hat richtig Spaß gemacht, das zu hören und mitzulesen. Du hast das Gefühl, du liest einen Comic. Ja? Richtig geil. Ja, hier haben wir auch, das ist auch sogar dieser Smiley aus Watchmen, ne? Mit dem Blutfleck. Also die Einflüsse sind hier klar, aber da komme ich dann gleich bei den Songs auch nochmal dazu. Ja. Hier dann auch noch teilweise wie so ein Brief, also es ist richtig, dann hier richtig ein Comic,
wie so eine Comic-Seite aufgemacht mit einzelnen Motiven in den einzelnen Bildern. Es ist großartig gemacht, richtig kreativ. Also da hat man sich richtig hingesetzt und sich richtig Gedanken gemacht. Und das kommt auf dem zweiten Album einer kleinen Band aus Spanien. Ja? Die setzen sich hin und geben mir als Sammler dieses nahezu Meisterwerk an Booklet. Also ich bin absolut begeistert. Großartig, ja. Nahezu on par mit dem Raven-Cover. Wäre das Covermotiv selbst spektakulärer, dann wäre es auf einer Augenhöhe mit dem Raven All Hell's Breaking Loose Album-Cover und Booklet. Das ja auch genauso geil war. Ne? Hier gibt es den Pluspunkt halt für den Inhalt. Also dieses Comichafte mit den Lyrics und den Textboxen. Ja. Bei Raven gefallen mir die Artworks und die Motive einfach besser. Diese Monster und das Covermotiv vor allem ist ein Suchwimmelbild, wo du immer was die ganze Zeit zu entdecken hast, während du jetzt das Album hörst und drauf guckst. Wenn ich mir das als LP vorstelle, das muss Bombe sein. Ja. Und das, sowas hier ist für mich mit ein Hauptgrund, warum ich sammle. Nicht nur, dass ich das dann auch physisch da und jederzeit verfügbar habe. Wie lange das mit den ganzen Online-Listen so sein wird, das werden wir noch sehen. Ne? Nein, auch wegen solchen geilen Booklets. Also, Francie, thumbs up for this booklet. Ja, falls ihr das hier sehen. So, aber auch für die Musik, denn hier ist kein Ausfall auf diesem Album. Abgesehen von dem ersten Titel, der da heißt One Minute Closer To... Das ist nämlich nur ein 1 Minute 16 Intro, so ein paar balladeske Gitarrenlieds und so eine tickende Uhr und dann geht's halt los mit dem ersten Song, der da heißt The Doomsday. Dazu verlinke ich euch unten auch ein Video. Wenn ihr euch dieses Video angehört habt, bis zum Refrain und dann sagt, nö, ist nicht mein Ding, dann könnt ihr jetzt abschalten. Okay? Wenn euch der Song gefällt, dann könnt ihr jetzt, ja, ihr könnt das Video ja noch weiter gucken, aber dann könnt ihr das jetzt bestellen, ja? Denn so ist das ganze Album. Absolut geiler, knackiger, eingängiger Heavy Metal, der sofort im Ohr hängen bleibt. Es ist großartig. Also, es steigt ein mit einem sehr knackigen Retro Heavy Metal Riff, bewegt sich im Mittempo und es hat halt diesen NWOBHM Oldschool Style, ein bisschen kernigere Vocals, wenn der Sänger dann kommt. Also, es ist jetzt keiner von diesen Glockenclan Quietschentchen, aber es ist auch kein Gravedigger-Style, aber es ist so Midrange und ziemlich geil. Er hat eine gute Stimme, finde ich, ja. Der Song hat einen simplen Shout-Refrain, ja, dieses Doomsday nimmt dich gut mit. Es gibt einen stampfend, schleppenden Part mit einer Strophe als Bridge zu einem wirklich geil gespielten Gitarren-Solo. Ich mag die Spielweise dieser Solos hier auf dem Album sehr, wenn sie so ein bisschen an den Seiten rumquietschen und ziehen. Das ist irgendwie so ein bisschen edgy, wie sagt man denn? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ne, schon, aber wie man das beschreibt, ja, aber egal. Dann kommt der nächste Song, Where is the Joke, heißt der, ja, das ist schon, The Joke ist ja einer der Charaktere aus Watchmen, also der Einfluss ist ja deutlich, ja, und auch da verlinke ich euch ein Video zu, ist nur ein Lyric-Video, aber trotzdem kann man sich das ja mal geben, ne? Steigt mit einem etwas verspielteren Riff ein, hat ein bisschen rockigeren Drive, ganz leicht ein Van Halen-Vibes hat die hier. Obwohl es ein Heavy-Metal-Lied ist, finde ich, hier ist auch so ein ganz leichter Van Halen-Einfluss drin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da einer Meinung mit mir seid. Es gibt einen passenden Refrain, der auch gut wieder eingängig funktioniert. Es gibt eine kleine Strophenbridge zu einem in diesem Fall ein bisschen rockiger geratenen Gitarren-Solo. Der nächste Song ist dann Spectre of Love. Der steigt erstmal im Startriff bluesig ein. Dann gibt's auch direkt zu diesem bluesigen Riff ein Solo. So direkt ein Gitarrensolo, ja. Die Strophen sind balladesk gehalten. Und es gibt dann aber einen passablen Refrain, der gut dazu funktioniert zum Ganzen. Und ab der Mitte des Songs, da wird's dann rockig, ne. Und entsprechend gibt's auch ein rockiges Solo. Ja, und am Ende gibt's ein weiteres Solo. Und dann wird leider ausgeblendet. Das mag ich ja immer nicht so gerne, aber ich will jetzt hier auch nicht schon wieder immer wieder die gleiche Kacke erzählen. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Ich habe Probleme mit Fade-Outs. Ich finde das immer doof, aber ja. Ich mag es, wenn die Dinge zu Ende gebracht werden in der Welt. Ne? So, dann kommt der nächste Song, Uncompromised.
steigt mit einem sehr coolen Riff ein, das eine gute Hook hat, finde ich. Und das ist ein Abtempo-Banger. Also hier wird es ein bisschen schneller. Es gibt dann auch schnelle, allerdings für das Tempo dennoch eher akustisch untermalte Strophen. Also nur in den Strophen allerdings. Ne? Der Refrain, naja, ein Compromise ist jetzt nicht gerade ein catchy Wort. Ne? Der ist okay, der Refrain. Aber die anderen Refrains gefielen mir bis hierhin ein bisschen besser. Ne? Es gibt ein schnelles Solo und insgesamt würde ich sagen, ein Compromise ist ein ungestümer Rocker. Insgesamt betrachtet. Ja. Der nächste Song ist dann Betrayal in Cold Blood. Das ist fängt an mit so einer so einem gezupften Gitarrenriff, würde ich jetzt mal sagen. Das steigt so ein, also das wird eingefadet, eingeblendet so. Ne? Dann geht es über ein schönes Gitarrenriff. Die Strophen sind im Mittempo. Es gibt ein, ja, also dieses Mittempo ist ein bisschen leicht dezenter untermalt, sage ich jetzt mal. Und es gibt einen rockigen Refrain, wo dann immer, ich habe es nicht ganz in Erinnerung, ich muss jetzt nochmal das Booklet rausholen, ich habe auch keine Lust, das wieder rauszupulen. Da wird irgendwie We Just Kill Em oder so in der Art, wird da glaube ich irgendwie immer geschautet. Das ist so die Hook des Refrains, sag ich jetzt mal. Ja. Wieder gibt es hier ein gutes Solo nach einer, in dem Fall, balladesk ausgerichteten Bridge. Der nächste Song ist dann Fear the Hood, ein weiteres Album-Highlight und glücklicherweise kann ich euch da ein Video zu verlinken unten. Da steigt ein mit einem schleppenden, stampfenden Beat und Rhythmus und einem geilen Riff dazu. Wieder so ein bisschen dezent bluesig ausgerichtet, würde ich jetzt sagen. Es hat etwas hymnischer ausgerichtete Strophen mit so abgestoppten Gitarrenriffs. Ja. Und es gibt einen sehr passenden Refrain, dieses Fear the Hood, zu diesem schleppenden, stampfenden Beat, kommt richtig geil. So richtig schön hymnisch, finde ich, kommt richtig gut rüber. Und es gibt dann einen etwas rockigeren Solo-Part, also im Solo-Bereich wird es dann ein bisschen treibender, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es noch einen kleinen Endrefrain. Insgesamt ist es einfach ein geiler Stampfer, der Song, finde ich. Und der bleibt auch mit am meisten im Ohr, finde ich. Vor allem vom Refrain her. Ja, dann kommt ein Cover zu einem Song, den ich nie, ich habe den zum Vergleich mal angehört. Ja, und zwar ist es eine Rick Springfield Nummer namens Living in Oz. Okay? Ist mir nie begegnet, tut mir leid. Also ich kenne das Original nicht. Ja, es mag sein, dass der irgendwie mal tausendmal im Radio gelaufen ist und das plätschert denn so nebenher, wenn du mal irgendwo Radio auf der Baustelle laufen hattest damals, weiß ich nicht. Ist mir dann nie aufgefallen, die Nummer kann sein, ja, aber gut. Ja, ist insgesamt, ich habe es ja halt verglichen, ich habe das Original ja angehört, das Original ist halt ein AOR-Titel, würde ich sagen. Ich habe mich mit Rick Springfield nie intensiver beschäftigt bisher, ne. Aber ja, ist ein schönes Cover von einem AOR-Klassiker, von einer Heavy-Metal-Band eben umgesetzt. Der Fokus liegt hier in diesem Fall natürlich im Gegensatz zum Original mehr hier auf den Gitarren. Es gibt einen galoppierenden Drive vom Rhythmus her. Der Song hat einen eingängigen Refrain und das Ganze hat insgesamt einen Scorpions-Vibe. Also ohne Scheiß, auch das sehr gelungene Solo ist sehr geil in diesem Cover, finde ich. Ja. Ohne Scheiß, es klingt, das kann ich wirklich so sagen, weil ich finde, so habe ich das empfunden. Ich habe das ja inzwischen mehrmals gehört. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich es geschrieben habe. Und seitdem hörst du ja nur wieder mal ein bisschen was davon. Ne? Und Living in Oz klingt, als würden die Scorpions in der guten alten 80er-Phase, ja, Mitte, End 80er, vor der Crazy World, vielleicht noch inklusive Crazy World, ja, hätten den Cover, den Rick Springfield-Song hier gecovert. So klingt es ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen heavier. Ne? So ein bisschen, obwohl, die Scorpions waren ja damals ein bisschen heavier als heute, ne? So klingt das für mich, ganz komisch, fand ich. Ich hatte teilweise so Vibes, ne? Natürlich nicht 1:1, aber so ein bisschen klingt es so. So, das Ganze endet dann mit dem Titel, der Titel des Songs ist großartig, der jetzt kommt. Also der Rausschmeißer heißt Give Me Shred or Give Me Death. und der Preis für den kreativsten Songtitel des Jahres bis hierhin, ja, geht definitiv an Frenzy. Give Me Shred or Give Me Death. Ist eine ungestüm schnelle Nummer, geht direkt rein, Hochgeschwindigkeit, also ist eine richtige Speed-Nummer, kann man sagen, für Heavy-Metal-Verhältnisse, ja, es ist kein Speed-Metal per se, also dieses Thrashy, was im Speed-Metal hast du hier halt nicht, aber es ist eine ungestüm schnelle, rockige Nummer, mit rockig schnellen Strophen auch, einen simplen Refrain, der natürlich dann entsprechend auch dann passt, ja, es gibt eine längere, speedige, aber trotzdem, schön gespielte Solo-Einlage. Also das Solo ist hier wirklich länger, ne, würde ich sagen. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Also es ist ein richtiger Headbanger zum Schluss, wo nochmal richtig Gas gegeben wird als Rausschmeißer. Ja, Frenzy of Hoods and Masks finde ich wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes, klassisches Heavy-Metal-Album. Der einzige Song, der an mir noch wachsen muss, ist Uncompromised, muss ich sagen. Der Rest sitzt ziemlich on point. Hört rein, dann wisst ihr, was ich meine. Die Songs, die es als Video gibt. Ich glaube,
Ich glaube, New Wave of Traditional Heavy Metal hat auch das ganze Album hochgeladen, ne? Ich guck gleich mal. Wenn ja, dann verlinke ich euch auch die komplette Playlist. Ihr könnt euch das ganze Ding anhören. Der klärt das ja mit den Bands ab. Der hat ja mal ein Video dazu gemacht, wo er das ausführlich erzählt, weil er Schwierigkeiten hatte. Er wurde an, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da ist ein Typ, der macht sich die Mühe, Kontakt zu den ganzen Bands aufzunehmen und die zu fragen, ist es für euch okay, wenn ich euer ganzes Album als Werbung auf meinem Kanal hochlade? Das ist für die auch Werbung. Denn durch diesen Kanal und durch die Möglichkeit, in alle Songs reinzuhören, habe ich da schon Alben entdeckt, die ich dann auch gekauft habe, sonst vielleicht nicht gekauft hätte. Denn wenn es gibt da Alben, da kommt dann vorab irgendwie eine Single offiziell mit Video und der Song ist dann vielleicht gar nicht so geil. Dann höre ich lieber nochmal auf New Wave of Traditional Heavy Metal ins ganze Album rein, kann durch die. Er macht auch immer unten Zeitmarker rein in der Regel, ne? Und da kannst du die ganzen Songs mal anspielen bis zum Refrain. Und da hörst du erst, oh Mensch, da sind ja doch drei, vier Songs drauf, die ich aber viel geiler finde als jetzt das ausgekoppelte Video da. Und dann kaufe ich dann doch. Deswegen finde ich auch, das ist legitime, gute Werbung. Okay? Für Sammler wie mich jedenfalls. Ja. Und das finde ich gut. Und erklärt das mit den Jungs extra. Und ihr müsst euch mal vorstellen, gibt es da irgendwelche Hater oder was? Die haben dann die Videos gemeldet. Oh, der lädt da einfach Videos hoch. Und dann ist der da wo geclaimed worden oder konnte seine Videos nicht monetarisieren. Ich weiß nicht, ob der monetarisiert, keine Ahnung. Ich glaube aber ja, ich meine, er monetarisiert. Und ja, und da hat er halt ein Video gemacht, ich habe das nochmal geklärt. Das Video von der und der Band ist jetzt wieder da. Und bla bla bla. Der hat so ein bisschen Akzent, der Typ. Das ist, glaube ich, irgendwie Mexikaner oder ich weiß es nicht genau, Spanier. Und er spricht aber Englisch dann halt in den Videos und der hat das dann alles dann mal erzählt. Und jo, seitdem verfolge ich diesen Kanal auch noch intensiver. Hab da einiges gefunden. Das da, ich guck mal, ich meine, er hat das inzwischen auch hochgeladen und dann verlinke ich euch das Auto, könnt ihr euch das Ganze auch anhören. Aber ich verlinke auch die Videos, falls ihr die Videos sehen wollt. Es gibt ja auch Leute, die mögen Musikvideos. Meine Frau gehört nicht dazu. Aber ja, ich persönlich mag ein gutes, gut gemachtes Musikvideo, weiß ich immer zu schätzen. Also ich persönlich. Aber ich habe jetzt auch nicht keine Lust, jetzt auch noch immer einzeln die Reviews auch noch dann zu irgendwelchen Musikvideos zu machen. Dann wird es, glaube ich, hier auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Ne? Also gut. Stopp, stopp, stopp. Ich hatte ja noch vor, mein schriftliches Review im Vergleich vorzulesen. Das tue ich jetzt noch. Bevor ich hatte schon die Verabschiedung gedreht. Ich spast. Ne? Man wird alt und vergesslich. Ne? Also. Ja, Frenzy of Hoods and Masks. Hier kann ich euch auch sagen, wie lang das Album ist. Geht nämlich leider nur 35 Minuten und 5 Sekunden. Machen wir hier mal so ein bisschen so. So. Achso, nee, andere Richtung. Ist auch egal. Ich habe hier geschrieben: Die Welle an Bands, die der New Wave of Traditional Heavy Metal angehören, rollt seit inzwischen gut und gerne 20 Jahren durch die Szene und nimmt seit gut 3 bis 5 Jahren erst so richtig an Fahrt auf. Also die sprießen ja wie Blumen aus dem Boden, die Bands, ne? Auf Bands und Releases die Bands und und Releases sprießen aus dem stählernen Boden wie aktuell die Frühlingsblümchen. Also ich habe das im Frühling geschrieben, das Review. So lange ist das schon her, ja. Aus Spanien kommt nun ein weiterer Vertreter der Zunft und bringt sogar ein Gimmick mit, das es so vielleicht noch nicht gab. Frenzy aus Spanien sind nämlich Comic-Fans mit Leib und Seele und diese Begeisterung lebt man auch musikalisch aus. So fließt das Ganze natürlich thematisch in die Texte ein, schlägt sich aber auch auf die Covermotive nieder. Zeigt dir das Vorgängeralbum des neuen Outputs einen düster wirkenden Superhelden, der an The Red Hood erinnerte, so mutet das neue Covermotiv an wie ein Bild aus einem Batman oder Watchmen-Comic. Haha, ich hab's sogar aufgeschrieben. Geil. Mit leichtem Noir-Feeling ist es ja jetzt witzig. Ja, okay, ich hab das wohl irgendwie noch im Hinterkopf, aber ja, gut. Aber wie klingen die fünf Recken aus Madrid nun? Also musikalisch halt, ne? Die Scheibe beginnt erstmal mit einem kurzen balladesken Intro, woraufhin es dann mit der ersten Single The Doomsday. Okay, jetzt ist ein Schreibfehler drin, die steht Domsday. Da war ich wohl ein bisschen dumm, ne? The Doomsday losgeht und Holla die Wald, Superheldenfee, geht das Ding gut ins Ohr. Mit einem genialen Retro-Heavy-Metal-Riff, knackigen Sound und kraftvollkerniger Leadstimme setzt man die Messlatte direkt sehr hoch. Es folgt ein simpler, aber mitreißender Refrain plus einem technisch einwandfreien Solo. Das macht schon mal richtig Bock auf mehr. Dem Titel folgt auf dem Fuße direkt die zweite Single Where's the Joke und hier wird textlich klar, es geht tatsächlich thematisch um die Watchmen-Comics. Die Nummer erinnert spontan in Auszügen an bessere Van Halen-Zeiten. Ja, okay. Also, das ist ja, als hätte ich es gerade eben vorher schon gelesen jetzt. Ist ja schon fast peinlich jetzt.
Also an meiner Meinung hat sich offenbar über das Jahr oder seit dem Frühling nicht viel geändert. Und rockt angenehm im flotteren Mittempo vor sich her. Für Abwechslung sorgt man dann mit den beiden zunächst bluesigen bzw. hymnischeren Stampfern Spectre of Love und Fear the Hood, die aber beide hinten raus ordentlich Gas geben und sich zu echten Rockern steigern. Beendet wird das Werk mit einem echten Knall und dem Rausschmeißer Give Me Shred or Give Me Death, bei dem man nochmal absolut Vollgas gibt. Welch ein Nackenbrecher. Zudem wagt man sich an den Rick Springfield Song Living in Oz und macht aus dieser angenehmen AOR 80er Nummer ein Cover, welches klingt, als hätten es die Scorpions zu besten Zeiten neu intoniert. Ich kann ja eigentlich auch in Zukunft einfach meine schriftlichen Reviews vorlesen, wenn ich mal nach einem schriftlichen Review ein Album kaufe, oder? Spare ich mir hier das ganze Gesabbel. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber ja gut. Vielleicht bin ich auch nur ein Roboter. Ich bin wahrscheinlich nur ein programmierter Roboter. Interessant wäre noch eine Ballade gewesen, was auch die recht kurze, knappe Laufzeit etwas aufgewertet hätte. Aber man kann nicht alles haben. Das stimmt allerdings. Es wäre interessant, wie das klingen würde, wenn diese Band mal auf emotionaler Ebene balladeskes Material gehen würde. So eine schöne Powerballade, so. Ja. Gerne auch mit Klischees, was soll's denn? Ist doch egal, es gehört ja dazu irgendwo. Für mich persönlich gehört sowas dazu. Fazit: Retro-Heavy-Metal in der alten Schule mit knackigen Riffs und eingängigen Refrains basierend auf Retro-Comic-Klassikern. Geht es noch nerdiger, wenn man Metal will? Dabei machen Francie einen dermaßen guten Job bei der Umsetzung des Themas, dass es niemals peinlich wird. Es bleibt stets ernstzunehmender, aber dennoch spaßiger Heavy-Metal der alten Schule. Anhänger der erwähnten New Wave of Traditional Heavy Metal kommen hier dran wohl nicht vorbei und ich muss meine Hausaufgaben nachholen, nämlich das erste Album nachbestellen. Tolles Album, 10 von 10. Anspieltipp, alles. Ja, nee, ja, doch, klar, Anspieltipp, ja, doch. Nur weil ich persönlich jetzt Uncompromised bisschen schwächer finde, vom Refrain her ja auch nur. Hell. Die Meckerfritze, ne? Gut, okay. Ja, das war das Review für heute. Mehr mache ich aber heute nicht. Ich muss nämlich noch Radio machen. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Und mich auch noch Abendessen gleich in 2 Stunden. In einer Stunde. Die Uhren wurden hier umgestellt. Aber gut. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Halloween-Abend, falls ihr das feiert. Ich persönlich habe da ja, wie gesagt, nicht viel mit dem Hut, mit dem ganzen Kram. Aber ist ja egal. Ne? Wenn euch das Spaß macht, dann habt viel Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, was das sein wird. Wartet es einfach ab. Da kommt dann irgendwas, wenn ich dann eine Idee habe. Ne? Ja, und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, was auch mir als nächstes sonst anderes schaut. Und wie immer sage ich am Abschluss, farewell.